Damit sind wir doch zumindest schon mal in einem neuen Raum. Und nach unten möchte ich nicht, weil dann lande ich eindeutig in einer Sackgasse. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich möchte auch eigentlich nicht von den Wizards getroffen werden, aber das ist meistens keine Wahlmöglichkeit. So, hier. Ja, schön. Bringt das jetzt irgendwas? Also, rechts die Tür geht so nicht auf erstmal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht nach unten möchte. Denn wenn ich auf die Karte gucke, waren wir da unten in dem Raum schon und kamen nicht nach oben. Deswegen wäre die Annahme jetzt, wenn ich hier runtergehe, komme ich nicht mehr zurück und habe verloren. Wenn sich hier keiner von diesen Steinchen verschieben lässt, um die Tür rechts aufzumachen, dann ist das vermutlich auch so ein, ja, so eine Einwegfalle sozusagen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann wäre ja die logische Konsequenz, dass es hier oben weitergeht. Wäre die logische Konsequenz, dass es hier oben und ja, haha, diesmal mit Bombe. Nein, nicht du schon wieder. Dich mag ich so überhaupt nicht. Und der Boomerang bringt mir natürlich rein gar nichts hier. Aber... Uiuiuiuiuiuiui, das Ruckeln bringt auch rein gar nichts, also... So, aber der ist nicht so fies und eklig wie der, der die ganze Zeit die kleinen Mücken so ausschwärmen lässt. Wie der eben so, also genau. Aber trotzdem ist der fies genug, um mich... Ahahaha, Karte. Ach, schau an, wenn die Karte nicht mal irgendwie aussieht wie Gen höchstpersönlich, dann weiß ich auch nicht mehr. So, auf jeden Fall sind da rechts noch zwei Räume, wo ich jetzt aber gar nicht mehr gucken kann, ob ich da hinkomme, weil Tür zu und so. Also ich habe das Gefühl, hier in dem Dungeon wird der Gag so diese Einwegfallen sein. Dass man irgendwie immer nur einmal durch eine Tür durchgehen kann und hat dann keine Chance mehr zurückzukommen, weil... Ja, Tür zu, Affe tot oder so ähnlich. Wie auch hier, weil keine Chance mehr zurückzukommen, direkt verloren, sobald man da durch ist. Hier weiß ich nicht, ob ich hier durch möchte oder ob ich nach oben möchte. Ich gehe erstmal hier durch, weil... Die Geheimgänge, die kann man potenziell auch noch in die andere Richtung betreten. Die Türen ja offensichtlich nicht. Und au. Wie gemein ist das denn bitte? Kommt man da raus und kriegt direkt erstmal aufs Maul. Das ist aber nicht freundlich, also ganz ehrlich. So. Hier. Hehe. Super. Das war... Ja, so viel zu dem Thema. Potenziell kommt man diese Teile wieder zurück. Hier ist nämlich... Eingang. Toll. Ja, das war absolut genial. Aber wenn man schon mal am Eingang ist, dann werde ich auch nochmal dafür sorgen, dass die Lebenspunkte ein bisschen besser aussehen. Hier war... Ach ja, hier war der Typ mit Bezahl mir meine Tür. Nee, da wollte ich jetzt so eigentlich nicht hin, sondern viel lieber wollte ich zu der Frau, die diese netten Drogentränke verkauft. Weil die eigentlich viel nützlicher sind als... Haken hier. Wunderbar. Weil diese Medizin dann doch sehr nützlich ist in dem Dungeon, habe ich das Gefühl. Der war auch so ein Typ, der eine neue Tür brauchte und er... Wir haben ihm zwar die Tür bezahlt, ne, aber er hat die ja nicht mal eingebaut. Das finde ich ja die größte Frechheit da dran. Das Loch ist immer noch offen, der Typ hat sich verpisst und sich einfach nur die Rubine in die Tasche gesteckt. Also, nee. Wenn ich den nochmal sehe, ne, dann gibt's hier Kasacha und so. Aber gut, hier, genau, bei dem Brillenfelsen war ja die Frau, die die Medizin verkaufte, da wo im ersten Quest der Eingang zum Death Mountain war. Und das war hier oben. Genau, und hier war das nach links. Und den hauen wir nochmal kaputt, weil der vielleicht eine Fee geben könnte. Aber sich dann doch anders entschieden hat. Naja gut, ne, freier Wille und so kann man ja jetzt auch den Gegner nicht unbedingt absprechen. So, aber du könntest mir eine Fee geben. So nicht, dann schade. Ich würde mich wirklich freuen. Also, ganz ehrlich. Wenn du mir jetzt eine Fee gibst, dann bin ich dir so dankbar. Ach ja, siehste, gut zureden hilft dann schon mal. Und hier gibt es jetzt erstmal einen leckeren roten Trank.
Ja, und dann versuchen wir das Ganze mit dem Dungeon Nummer 9 noch einmal. Würde ich vorschlagen, denn bleibt ja auch gar nicht viel anderes übrig. Also, den ganzen Weg wieder 1:1 zurück. Von den fliegenden Ananasviechern lasse ich mich jetzt gar nicht mehr stören. Hier geht's runter. Und von den Steinen lasse ich mich natürlich stören, weil die sind so schön schwer und verursachen so herrlich Kopfschmerzen. Da hat man vor allem immer richtig lang was von, deswegen laufe ich da auch immer sofort rein. Wo laufe ich denn jetzt gerade hin? Ich weiß das gar nicht so genau. Moment. Ich glaube, ich wollte doch hier eher so nach links und so. Also, glaube ich. Ach, ein Herz. Ja, so ist doch wunderbar. Das finde ich jetzt klasse. Also, roter Heiltrank, 16 Bomben, volle Herzen. So kann man das doch schon mal versuchen. Und da sind sogar noch mehr Bomben, die gar nicht mehr nötig sind. Alles klar. Hier, genau. Jetzt kommt aber natürlich erstmal noch so ein Stein, der... das war ziemlich knapp. Hier, die sind ja nicht so gefährlich, wenn man das schöne Schild hat und vorsichtig mit seinem eigenen Schwert in der Gegend rumwirft. Dann sind die Viecher kein Problem mehr. So, und... ja, die Fee ist eigentlich ganz nett, aber gerade nicht wirklich nützlich. Und hier sind wir wieder in Ganons Selbstdarstellung. Wer baut sich eigentlich ein Dungeon, was aussieht wie die eigene Hackfresse? Tja, ist schon nicht so unbedingt schön, muss man ja dazu sagen. Auch nicht so unbedingt schön ist es eigentlich, in seine eigene Flamme zu laufen, aber ja... Wizropes haben das nun mal so an sich, dass ich direkt irgendwie Panik kriege. Also, die verstehen das irgendwie schon, mir Angst zu machen. Weil die einfach so abgrundtief widerwärtig sind. Genau, und ich wollte... ich erinnere mich, ich wollte hier lang. Nämlich hier oben, dann unter dem linken Auge von Ganon durch... genau, und hier wollte ich Licht machen, weil ich mich sonst wieder verlaufe. Schleimi muss erstmal dran glauben. Tut mir leid, kleiner Schleimi. Und hier. Und dadurch. Genau, hier braucht man gar kein Licht anzumachen, sondern läuft einfach nur geradeaus nach links und lässt sich von den Fledermäusen treffen. Beim nächsten Mal sollte ich doch Licht anmachen. Hier lässt man sich schön von den Wizropes treffen. Sehr guter Plan. Ach, das ist aber auch... so, Wizropes sind ja generell schon eklig, aber in so engen Räumen ist natürlich richtig fies. Da kann man nicht mal vernünftig ausweichen. So, ich habe das Gefühl, dass ich... ja, erstmal in diese Ohren da oben will. Weil, ja, das sieht so aus, als gäbe es da irgendwas. Vielleicht so die Items, so in jedem Ohr ein Item. Weil Gen sich schon seit Jahren nicht mehr die Ohren gewaschen hat. Deswegen haben sich da die Items dann abgelagert, sozusagen, über die Jahre. Kein schöner Gedanke, die dann zu benutzen. Oder im Falle der Rüstung anzuziehen, aber naja, was soll man tun? Wenn es hilft, wenn es hilft. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell raus hier, schnell raus hier. Hier ist so eigentlich ein bisschen blöd mit Weiterkommen und so, habe ich das Gefühl. Ja. Aua. Aua, aua. So, aua, aua und aua. Aua. Ja, sehr schön. Hier, das ist aber auch irgendwie komisch. Ja, super. Hä? Wie hilft mir das denn jetzt? Also von hier der Seite komme ich nicht zu der Treppe. Aber auch wenn ich unten durch die Tür komme und den Stein verschiebe, komme ich immer noch nicht zu der Treppe. Deswegen verstehe ich jetzt gerade den Sinn von dieser Treppe nicht. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, ist die Treppe vielleicht... nein. Hä? Also ich kann den Stein verschieben und taucht da hinten eine Treppe auf. Aber ich komme doch niemals von einer Position, wo ich diesen Stein verschieben kann, da hinten zu der Treppe. Das funktioniert doch überhaupt nicht. Wie soll denn das gehen? Nee, es ist mir gerade ein wenig zu hoch. Naja, gut. Probieren wir erstmal was
anderes, nämlich mich von diesen Viechern treffen lassen. Ja, dann kann ich jetzt auch ganz in Ruhe hier testen. Nein, gar nichts. Ich will jetzt gar nicht wissen, wo der nächstgelegene blaue Puschel ist. Keine Ahnung, gehen wir erstmal hier zurück. Jetzt kann ich das ja theoretisch ausprobieren. Ich komme ja jetzt hier hoch. Komm jetzt hier rein. Jetzt kann ich hier den... Ja. Toll! Ich verstehe das nicht. Wie soll denn das bitte funktionieren? Das geht doch gar nicht. Also dieser Raum überfordert mich definitiv. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das irgendwie funktionieren soll. Kann ich alternativ vielleicht auch einen anderen Stein hier drücken, wenn ich den links nicht drücke? Nee, eigentlich nicht so richtig, ja? Aber es hilft mir auch nichts, den Stein jetzt zu drücken, denn sobald ich den Raum wieder verlasse, ist die Treppe ja wieder weg. Das heißt, ich müsste den Stein drücken und dann, ohne den Raum hier zu verlassen, da zu der Treppe kommen. Das kann doch nicht gehen. Nee, verstehe ich absolut nicht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Karte zwar so schön aussieht, aber dass hier auch in schwarzen Feldern irgendwas ist. Deswegen werde ich die mit Sicherheit auch alle ausprobieren, sofern ich eine Chance dazu kriege. Aber... ja, also... eigentlich habe ich schon nicht mehr so die richtige Idee. War ich hier unten schon? Keine Ahnung, ich glaube nicht, oder? Ach, hier ist noch einer von den Räumen. Ja, ist doch schön. Ich gehe jetzt weiter nach links. Habe ich jetzt Lust zu. Ach, noch mehr davon. Hey! Ja, hier geht sonst nirgendwo lang. Dann ist man hier und... hier waren wir doch, glaube ich, schon mal. Ja. Hier waren wir definitiv schon mal. Und ich kann... haha, ja! Ach, da war was. So mit Schwert und so. Genau. Ich kann mein Schwert nicht benutzen. Hier bringt überhaupt gar nichts. Ja, wo könnte es denn theoretisch noch weitergehen? Möglicherweise hier links Richtung Auge. Natürlich, okay, ohne mich irgendwie von den Wizards treffen zu lassen, was ein bisschen doof ist, weil ich kann mich ja nicht mal wirklich wehren gerade. Ich weiß auch nicht, wo der nächste Puschel ist. Deswegen kann man sich eigentlich nur hier verstecken. So, hier und schnell aufs Wasser flüchten und wieder zurück. Wow, also ich habe das Gefühl, das Dungeon hier wird bösartig. Beziehungsweise eigentlich finde ich es jetzt schon bösartig. Geht's hier runter? Geht's hier mit Bombe runter? Ja, mit Bombe geht's hier runter. Okay, das ist doch schon mal eine Abkürzung, wie ich das sehe. Die könnte unter Umständen nützlich werden. Ach ja, hier. Ahaha, das war wenig clever. Gebe ich gerne zu. Ich muss immer noch einen blauen Puschel finden. Ich laufe jetzt schon hier seit ein paar Minuten rum, ohne mein Schwert benutzen zu können. Also das ist nicht feierlich so. So, hier. Na, hier könnte man nochmal nach rechts versuchen, ob man da vielleicht in so ein Auge reinkommt. Das ist aber scheinbar nicht der Fall. Hier kann ein wenig Licht nicht schaden, aber hier war auch gar nichts Spannendes. Hier ging es nach links, genau. Jetzt hier mit dem gleichen Trick möglicherweise... nein, hier ging es nach rechts, so, andersrum. Ging es mit dem gleichen Trick auch nach links, das wollte ich ursprünglich sagen.